Gelatine und Fotos. Da wären bestimmt nicht viele drauf gekommen, dass es ohne Gelatine keine Filme und keine Fotoausdruck geben würde. Sowohl auf Filmen als auch auf Fotopapiere sind viele verschiedene lichtempfindliche Substanzen. Die sind dafür verantwortlich, dass ein Bild überhaupt entsteht, wenn ein Film belichtet oder ein Bild ausgedruckt wird. Da diese Substanzen sehr, sehr empfindlich sind, werden sie bis zur Belichtung von der Gelatine geschützt und in verschiedenen Schichten voneinander getrennt. Dazu werden bis zu 14 Schichten aus Gelatine, in denen die unterschiedlichen Substanzen eingebettet sind, in einem Arbeitsgang, ohne dass sie sich vermischen, auf den Film oder das Papier aufgetragen. Die einzelnen Schichten sind so unvorstellbar dünn, dass der komplette Film oder das Fotopapier kaum dicker als ein menschliches Haar sind. Auch hier hat die Gelatine wieder eine Schutzfunktion für die einzelnen Substanzen und verleiht dem Ganzen auch noch einen besonderen Glanz. Die gleiche Technik wird übrigens auch bei Röntgenbildern verwendet. Und übrigens auch bei Kinofilmen. Heutzutage werden viele Fotos mit Digitalkameras gemacht und die Bilder dann auf Tintenstrahldruckern oder an Druckstationen ausgedruckt. Auch hier gibt es Fotopapiere mit Gelatine. Ohne Gelatine wäre es also ziemlich schwierig, die schönsten Momente oder Dinge im Leben im Bild festzuhalten. Und so wäre das Leben eigentlich nur halb so schön. Gelatine, es geht einfach nicht ohne. Gelita, improving quality of life. Thank you.